Menschen werden in diese Zukunft hineinleben. Ist die sogenannte Generation Z faul? Die hängen ja stundenlang vor dem Bildschirm. Eine Generation, die in Corona extrem schlecht behandelt wurde. Das heißt, die sind am meisten davon betroffen. Already Generation Z is more likely to report poor mental health. Eine Generation Mediensucht. Dass sie sich ignoriert oder abgewiesen fühlen. Struggle with depression. Dann droht uns ein gesellschaftlicher Kontrollverlust. Die Zahlen sind erschreckend. Aber wer ist diese Generation eigentlich?